Die Entwicklung eines neuen selbstfahrenden Panzerabwehrgeschützes, mit dem Infanterieeinheiten Panzer bekämpfen sollten, begann mehr oder weniger mit der Gründung der neuen deutschen Armee Ende der 1950er. Gefordert war ein 90mm Geschütz. Und kaum verwunderlich entschieden die deutschen Ingenieure einfach, dort fortzufahren, wo sie vor einem Jahrzehnt aufgehört hatten. Sie entschieden sich dafür, das Geschütz in ein Kasematt-Fahrzeug mit einer Kugelblende einzubauen. Das erste Fahrzeug war nahezu identisch zum HS-30, nur ohne 20mm Turm und mit einem 90mm Geschütz im Bug. Das Fahrzeug fiel daher beim Test durch, also versuchten sie es noch einmal, dieses Mal mit einem neuen Chassis. Sie nahmen ein Einheitschassis, das man auch bei einem Raketenjagdpanzer, einem Schützenpanzer und einem Aufklärungsfahrzeug verwenden wollte. Die Prototypen wurden 1960 bis 1962 von Henschel und Ruhestahl bereitgestellt. Henschel lieferte den HK-31, Ruhestahl den RU-332. Sie waren sich ähnlich, sehr ähnlich sogar, wie der Blick auf das Laufwerk verrät. Das Fahrzeug von Henschel hatte 6 Laufradpaare je Seite, das von Ruhestahl nur 5. Jeder Hersteller lieferte zwischen 1962 und 1965 insgesamt 6 Fahrzeuge in 2 Chargen. Letztendlich machte Ruhestahls Fahrzeug das Rennen. Zu diesem Zeitpunkt war die Firma bereits übernommen worden und jetzt Teil von Rheinstahl Hanomag. Das Fahrzeug erhielt den Namen Kanonenjagdpanzer und wurde als JPK-90 nach Belgien exportiert. Ich stehe hier vor einem Kanonenjagdpanzer im Panzermuseum Munster und erkläre euch die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen bei einem Rundgang. Fangen wir also an. Der allgemeine Aufbau des Fahrzeugs wird vertraut sein. Eine geschweißte Wanne aus legiertem Stahl mit hinten liegendem Antrieb. Die Panzerung ist geschrägt, aber nur 5 cm dick. Sie soll keine Hauptgeschütze von Panzern abhalten, jedoch Maschinenkanonen und Schützenpanzern widerstehen. Wenn man sich umsieht, erkennt man, dass die Deutschen so eine Art nationalen Trend haben. Neben der Gewichtsklassifizierung findet man das Nummernschild. Dann haben wir Blinker unter den Schutzbügeln, Rückspiegel, Scheinwerfer, die alle straßenzugelassen sein müssen. Tatsächlich ist diese Regel so strikt, dass die deutsche Armee die BMP, die sie von der ehemaligen NVA übernahm, mit Blinkern und Außenspiegeln nachrüsten mussten, damit sie in Deutschland fahren konnten. Weitere Merkmale. In der Blende haben wir einen Stopfen für das Hauptvisier des Richtschützen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein ähnlicher Stopfen für das Koaxial-MG. Und zuletzt haben wir oben den abnehmbaren aktiven Suchscheinwerfer. Bei der Aufhängung begeben wir uns auf ein Gebiet, mit dem Liebhaber moderner Panzer besser vertraut sein werden. Das Leitrad ist nicht austauschbar mit den Laufrädern und sitzt auf Kolben und Hebel. Doch im Gegensatz zum M1 verwendet man keine Fettpresse, um es nach vorn zu schieben. Man muss einen Haltering lösen und hat dann ein altmodisches Gewinde. Laufräder. 5 Paare an jeder Seite auf Drehstabfederung. Jeder Laufradhebel hat einen Wickelfederanschlagsbegrenzer. 4 der 5 Achsen, die mittlere ausgenommen, besitzen hydraulische Stoßdämpfer. An den Laufrädern fällt ein kleines Schauglas auf, mit dem man die Füllmenge der Radnabenschmierung überprüfen kann. Ich habe gesehen, was passiert, wenn die Schmierung fehlt, und das ist nicht wirklich schön. Bei Gelegenheit sollte man also das Glas säubern und einen Blick riskieren. Das Problem mit dieser Konstruktion, man muss den Fahrer das Fahrzeug im richtigen Moment anhalten lassen, damit der Einfüllstutzen nach oben zeigt. Die Kette. Ebenfalls eine moderne Kette mit 2 Stiften, 2 Endverbindern auf jeder Seite einer und die Mittelführung hat auch eine Verbindungsfunktion. Die deutschen Endverbinder fand ich immer schon clever gelöst. Man erkennt, dass sie alle perfekt mit den Stiften abschließen. Also muss man sie nicht ständig mit dem Vorschlaghammer bearbeiten wie bei amerikanischen Panzern. Soweit ich weiß, liegt das an der Form der Stiftenden und dem Keilbolzen. Scheinbar ist ein kleines Stück ausgefräst, damit der Endverbinder erst abgeht, wenn der Keilbolzen vollständig entfernt ist.
Eine weitere nette Funktion der Ketten sind die Gummiklötze, die man nach oben und hinten abziehen und gegen diese Metalleinsätze ersetzen kann. Tauscht man alle 8 bis 10 Glieder einen dieser Klötze aus, bekommt man praktisch Schneeketten, die auf Schnee und Eis Halt bieten. Schön und einfach. Pionierwerkzeug ist auf der hinteren Wanne verstaut und oben auf dem Motorendeck sitzen die Nebelwurfbecher, die ungewöhnlicherweise über den Rest des Fahrzeugs schießen. Zusätzliche Ausrüstung sollte man vorsichtig lagern, da Nebelwurfbecher gerne persönliche Ausrüstung in Brand stecken, selbst wenn sie an den Seiten des Turmes angebracht sind. Achtet also darauf, denn es kann sein, dass ihr am ersten Tag der Übung Nebel werft, eure persönliche Ausrüstung in Flammen aufgeht und ihr die ganze Woche keinen Schlafsack mehr habt. Am Heck des Fahrzeugs gibt es genug Stauraum für allerlei Dinge, wie natürlich 2 Kanister, Werkzeug und genug Platz für eigene Ausrüstung. Das ist der Stauraum für den abnehmbaren Scheinwerfer vorne. Die belgischen Fahrzeuge hatten keinen Scheinwerfer. Sie verwendeten Lyran-Leuchtfeuerwerfer, die auf dem hinteren Deck waren. Weiter unten die für Deutschland übliche Anhängerkupplung, das Konvoilicht, etwas Platz für Ersatzkettenglieder und natürlich Blink- und Bremslicht. Wie ich schon erwähnte, sollte er hauptsächlich mit Infanterieeinheiten arbeiten. Also befindet sich hier hinten ein Infanterietelefon. Obwohl es kein Panzer ist. Um den Antrieb zu zeigen, habe ich mir erlaubt, auf das nebenstehende Fahrzeug zu springen, einen Jaguar. Doch es ist praktisch das gleiche Chassis und System. Hier ist die Motorabdeckung bereits offen. Es erleichtert das Leben ungemein und es ist eine Freude, das Fahrzeug und seinen ganzen Antrieb zu sehen, ohne mich beim Öffnen der Abdeckungen umzubringen, da sie doch recht schwer sind. Wie ihr seht, ist es ein hydraulisches System, also löst man die 4 Halteklammern und drückt dann den Knopf, vorausgesetzt, dass genug Druck im System ist. Andernfalls gibt es normalerweise manuellen Ersatz, der viel Kurbeln und Muskelkraft erfordert. Wir haben ein ähnliches System im Bradley. Mit offener Abdeckung sehen wir die ganze Anordnung. Wie ihr seht, wird die Luft durch den Einlass vorne im Motorraum angesaugt. Sie geht durch diesen Kanal in den Motorraum. Nach vorn in den Luftfilter, der sich schnell wechseln lässt. Dort sieht man 3 Klammern. Löst sie, zieht ihn raus, säubert oder tauscht ihn und so weiter. Die Luft geht weiter nach vorn und dann zurück in den großen 8-Zylinder-Motor. Das ist der Daimler-Benz M837, wassergekühlt und angeblich ein Mehrstoffmotor, doch im Grunde ein Diesel. Die Leistung geht nach hinten durch den Antriebsstrang. Das große Loch, das ihr hier seht, ist wohl eine Art Auspuff. Es steckt dort drin und wird durch Schwerkraft festgehalten. Herrscht ein Überdruck, geht das auf und Luft oder Gas entweicht. Das Kühlsystem ist rechts, Kühler hinten und Lüfter vorne. Keine Überraschungen. Das Getriebe stammt von Renk. Außer bei belgischen Fahrzeugen, die nicht nur Getriebe, sondern auch Endantrieb von Renk hatten. Tatsächlich nahmen sie Getriebe, Endantrieb, Fahrwerk und Ketten vom Schützenpanzer Marder. Sie fügten außerdem 2 Hydraulikkupplungen hinzu, damit das Fahrzeug schnell wenden konnte. Das Kraftstoffsystem. 2 Stutzen hinten, die Tanks darunter. Man sieht schön die Leitungen. 470 Liter bringen das Fahrzeug rund 400 Kilometer auf der Straße. Höchstgeschwindigkeit 70 Kilometer pro Stunde.